Hallo, ein sehr interessantes, aber wichtiges Thema ist Tempo, Rhythmus. Nur was genau ist da richtig? Viele Golfer haben das Gefühl oder merken, dass irgendwie der Schwung zu schnell ist. Und was man dann hört, wie manchmal der Golfer selber sagt, also vor dem Schlag, also langsam, langsam, oder die Mitspieler sagen einander, der Schwung muss langsamer sein. Aber ist das wirklich hilfreich? Weil was man oft dann sieht, übrigens, ich habe mein Fairway-Holz, mein Holz 7 hier in der Hand, was man sieht, ist, dass der gesamte Schwung dann langsam wird. Irgendwo muss es knackig sein, damit der Ball weit genug fliegt. So, was man auch sieht, ist ein extrem langsamen Rückschwung. Aber dann ist man gezwungen zu schlagen, weil man muss den Ball irgendwie da hinten hinbekommen. So, wenn man über Tempo oder Rhythmus redet, geht es nicht darum, ob der Schwung langsam ist oder schnell. Es geht um das Timing. Und da ist es sehr interessant zu wissen, dass der Pro im Schnitt 0,75 Sekunden braucht von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und dann braucht er von hier, von dem höchsten Punkt des Schwunges, zum Treffmoment 0,25 Sekunden. Also das ist ein 3 zu 1 Schwung. Das ist genau richtig. Und was sieht man bei vielen Amateuren? Man sieht 4, 1. Oder 5 ein. Und dann stimmt der Rhythmus nicht. Dann stimmt das Tempo nicht. Und dann kommt der Spieler von der idealen Ebene weg. Nur mit einem guten Tempo, mit gutem Timing ist es möglich, den Rückschwung und Abschwung gleich zu machen. Also, dass die Ebene gleich bleibt. So, ich schlage vor, dass du entweder ziehst oder dass du dich aufnimmst. Ich erkläre das gleich. Also beim Zählen, da musst du wirklich das ein bisschen testen. Nehme erstmal einen Schläger, mit dem du gerne umgehst, also wie dieses schöne Fairway-Holz, und zähle. Und was du zählen musst, ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da wird automatisch eine kleine Pause hier geben. Das ist gut. Und dann macht es einfach mit Ball. Du wirst erstmal es nicht leicht finden. Ich zähle jetzt laut. 1, 2, 3, 4. Und dann wirst du merken, das Zählen und der Schwung haben gar nichts miteinander zu tun. Aber machen, machen, machen. 1, 2, 3, 4. Und am Anfang, wenn man es tut, haut man ein bisschen drauf und das ist nicht, was wir wollen. Aber nach kurzer Zeit, 1, 2, 3, 4, wirst du erstmal merken, dass da es besser wird, dass die Bälle besser fliegen und dass alles ein bisschen runder ist. Dann würde ich gerne, also wir haben die moderne Zeit mit den Kameras, nehme dich auf und schlag erstmal ein paar ganz normal, ohne zu denken. Dann schaue, was du gefilmt hast. Unter dem Video sieht man die Zeit. Und schau mal, wie lange es dauert von da bis da im Vergleich zu von da bis da. Und dann wirst du sehen, ob dein Rhythmus stimmt. Wenn du siehst, dass der Rückschwung 75% und der Abschwung 25% bis Treffmoment, dann passt es. Aber es kann sein, es wird wahrscheinlich sein, dass du an deinem Tempo arbeiten solltest. Das ist eine super Sache jetzt für dich zu trainieren. Die Wettbewerbszeit geht jetzt langsam zu Ende. Das kann man über Winter wunderbar trainieren und du wirst davon profitieren.